Hey Thanos, ich habe euch jetzt die Wächterwaffe Sweeper bzw. Sweeper Prime mitgebracht. Die jeweilige Waffe bekommt ihr, indem ihr den Carrier oder Carrier Prime baut, und beide Waffen haben den identischen Build, wobei die Sweeper Prime einfach nur eine stark verbesserte Version von der normalen Sweeper ist. Das Ganze kann man dann hier sehen: Wir haben massivst mehr Schaden, haben ein größeres Magazin, 1% mehr Status, bisschen schnellere Nachladegeschwindigkeit, 0,5 mehr Crit-Multiplikator. Aber das alles sind jetzt keine Faktoren, die den Build dieser Waffe beeinflussen. Ich gehe jetzt, während ich meinen Guide mache, von der Sweeper Prime aus. Und ja, kommen wir jetzt mal auf die Stats zu sprechen. Wir haben 6 Schnitt, 51 Einschlag und 3 Durchschlag. Also sehen wir ganz klar, dass diese Waffe einschlagslastig ist. Sogar wirklich stark einschlagslastig. Und dadurch meiner Meinung nach hauptsächlich gegen Korpus verwendet werden sollte. 15% Statuschance ist ganz okay, aber nicht viel. Magazin von 20 ist jetzt verdammt gut im Vergleich zu den 10, die wir vorher hatten. Und die restlichen Stats kann man vernachlässigen. Wie bereits erwähnt, ich würde diese Waffe rein gegen Antikorpus modden, einfach weil sie schon so stark einschlagslastig ist. Und wenn wir Waffen haben wollen, die gegen andere Fraktionen stark sind, würde ich ganz klar sagen, nehmen wir was anderes. Als Beispiel. Die Vulklok ist jetzt wirklich stark gegen jede Fraktion, weil man kann sie immer so modden, dass sie verdammt stark ist. Oder auch die Death Machine Rifle gegen Befallene. Oder die Stinger gegen Befallene und Krynir. Also wir haben für jede Fraktion eigentlich was, was besser passt. Natürlich könnte man diese Waffe jetzt auch gegen die anderen Fraktionen benutzen. Aber dann kommen halt eben schon die Malis auf... Malus? Kommt auf jeden Fall schon Malus auf den Grundschaden drauf. Und jetzt rein theoretisch, wenn 75% unseres Einschlagsschadens schon wegfallen, ich denke, das sind dann ungefähr ein Drittel von unserem Endschaden und das tut dann doch schon ein bisschen weh. Ich habe jetzt auch nur ein Bild für euch vorbereitet, das zeige ich euch jetzt hier. Und ja, kommen wir jetzt mal auf die Stats hier zu sprechen. Feuerrate von 1,9 ist verdammt gut. Statuschance von 60% auch. Und ich mache jetzt mal hier, dass wir direkt unseren Endschaden sehen, ohne dass es so durcheinander kommt. 1108 Magnetschaden ist verdammt viel. Einschlagschaden 314 ist auch gut. Oh, und ich habe gar keinen Giftschaden drin. Okay. Ach so, ja, ist klar, warum ich keinen Giftschaden drin habe. Einfach weil wir schon so viel Statuschance haben und auch keinen Platz mehr groß für Gift. Die Mods, die ich drin habe: Höllenkammer, bösartige Streuung für mehr Pellets und mehr Grundschaden. Eiskalter Griff. Geladene Patrone für Magnetschaden. Aus nächster Nähe wieder für Grundschaden. Schockhülse, kalte Sprenge für Statuschance. Und Schrotfanatiker für Feuerrate. Schrotfanatiker, absolutes Must-Have meiner Meinung nach, weil diese mehr Feuerrate macht sich ganz krass bemerkbar. Zudem, weil ich eben sagte, dass ich kein Gift drin habe. Natürlich könnten wir den Giftschaden jetzt noch reinmachen. Ist auch eigentlich eine genauso gute bzw. bessere Wahl als das, was ich hier jetzt gerade habe, merke ich. Das heißt, wir machen da jetzt einfach rein, statt, da die wenigsten Leute von euch Schockhülse haben, machen wir jetzt Schockhülse raus und machen stattdessen rein den Gift-Doppelmod. Giftige Flut. Machen jetzt stark weniger Magnetschaden, dafür haben wir Giftschaden und immer noch dieselbe Statuschance. Und das lohnt sich jetzt einfach. Ja doch. Und das lohnt sich jetzt einfach deshalb, weil wir können die Schilde vom Gegner wegbrocken. Mit den 800 Restschaden Magnet plus dem Bonus, den wir haben von 75%, machen wir den Rest auch noch relativ schnell mit unserem Schaden weg. In der Zwischenzeit wirkt unser Giftschaden schon mal aufs Leben drauf und wenn die Schilde komplett down sind, kann der komplette Schaden dann auf einen Schlag auf das Leben wirken. Also am Anfang, beziehungsweise ihr wisst ja einfach, dass Gift die Schilde ignoriert und direkt aufs Leben wirkt. Das muss man jetzt hier wissen. Und danach ist dieser Build hier eigentlich das Beste, was man für diese Waffe machen kann. Und als Alternativen habe ich eigentlich nur zu bieten, dass man hier noch einen Feuerratenmod reinmacht. Aber ich wüsste nicht, was man stattdessen rausnehmen sollte. Ich kann es euch gerade mal noch zeigen, welchen Mod ich meine. Das müsste ein Nightmare-Mod sein. Beschleunigte Explosion, hier der Mod. Dadurch haben wir halt eben auch 60% mehr Feuerrate. Wenn wir das drin haben, ist unsere Waffe wirklich abartig schnell. 2,5 Feuerrate, das ist einfach böse. Aber ich kann es euch nicht empfehlen. Meiner Meinung nach, das hier Beste, was geht. Und ich zeige euch es mal im Einsatz.
Ich habe gerade eben leider zwei Sachen vergessen, euch zu sagen. Die erste Sache dürfte nicht jeden interessieren, aber muss erwähnt werden, nämlich mit einem Schuss verschießen wir 6 Pellets. Und das ist deshalb ganz interessant zu wissen, wenn man den Schaden pro Pellet nachrechnen möchte, beziehungsweise genau wissen möchte, wie das mit dem Status aussieht. Die zweite Sache ist jetzt etwas, ja, die müsste erwähnt werden. Weil, ihr wisst ja, diese Waffe ist eine Shotgun. Bedeutet, wir haben erstmal eine Streuung, eine relativ große Streuung auf größere Entfernung. Und was jetzt wichtig ist, wir haben auch einen Damage Falloff. Bedeutet, umso weiter unser Ziel weg ist, umso weniger Schaden machen wir pro Pellet. Und das ist jetzt vor allen Dingen deshalb interessant, weil in Kombination mit der Streuung, wenn ihr diese Waffe in einen Wächter reinmacht mit einer großen Reichweite, ich denke jetzt nur mal ganz extrem an den Djinn oder auch allein an den Death Cube, die haben wirklich eine große Reichweite und wenn ihr da diese Shotgun reinmacht, euer Wächter wird die ganze Zeit rumballern, klar, aber er wird vielleicht mit einem Bruchteil der Pellets auch wirklich die Gegner treffen und nur noch einen Bruchteil des Schadens. Im Endeffekt ist das, was ich euch sagen wollte. Ich persönlich würde diese Waffe nur in den Carriern benutzen und in keinem anderen Wächter. Okay, zeigen tue ich euch das jetzt an Korpus, ganz klar, und wir fangen gechillt mit Level 70ern an. Dürfte ohne Probleme funktionieren. Und ich habe jetzt extra einen Loki mit Entwaffnen mitgenommen, dass ich hier nicht Schaden wie blöd bekomme und verrecke. Hier musste ich jetzt leider einen kleinen Schnitt machen, weil ich hatte das Loki Augment drin. Aber schauen wir mal, wie es jetzt funktioniert. Wir schießen auf einen Level 70er Gegner und die Schilde sind doch schon relativ flott unten. Das Leben ist auch noch in einer humanen Zeit weg, also in dem Bereich ist diese Waffe noch zu gebrauchen. Vielleicht nicht optimal, weil der Damage schon kritisch wird, aber es funktioniert noch. Heißt, wenn nur vereinzelt mal Gegner an uns rankommen, ist diese Waffe immer noch eine gute Wahl. Ich würde euch jetzt gerne mal den Proc zeigen, weil sobald wir hier einen Proc gelandet haben und dazu noch unser Schaden dazu kommt von dem Magnetschaden, sind die Schilde eigentlich fast direkt weg. Hier, wir haben da auf den jetzt zweimal drauf geschossen, kein Schild mehr. Drehen wir doch jetzt mal den Levelbereich noch ein bisschen auf. Probieren wir es erst gegen die hier, weil ich weiß noch gegen die, wenn ich jetzt ein Level 100er Corpus Tech nehme, da kriege ich das Schild zwar auch innerhalb von ein paar Sekunden weg, aber der hat so viel Leben, dass da nichts anderes mehr geht. So, wäre ganz nett, wenn mein Carrier jetzt mal anfangen würde zu schießen. Aber natürlich ist er jetzt nicht so nett. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Einfach nochmal machen. Warum auch immer. Jetzt funktioniert's und wie wir sehen, ich habe ja keinen Schaden aufs Schild gemacht, sondern der Carrier hat den jetzt innerhalb von, ja, Sekunden weggerissen. Level 100er Gegner. Also das ist schon respektabel. Aber persönlich würde ich sagen, dass Level 100 jetzt auch wirklich die Grenze ist. Zeig's euch jetzt nochmal hier mit ein paar mehr. Und danach zeige ich es euch mal mit den Corpus-Tags. Also gegen die starken Corpus kommen wir dann nicht mehr an. Wie ihr seht, es funktioniert noch, aber nur spärlich. Bevor ich zu den Corpus Techs komme, jetzt machen wir mal den niedrigeren Levelbereich. Einfach damit man auch mal sieht, wie diese Waffe richtig abgehen kann. Level 30er Gegner simulieren. Und jetzt dürfte eigentlich alles One- oder Two-Hit sein. Ne? Braucht doch noch ein bisschen mehr. Aber immer noch akzeptabel.
Na, ich hoffe, es gefällt euch, dass ich diesmal ein bisschen mehr von dem Wächter-Gameplay hier drin habe. Einfach damit man mal genauer sieht, was der so macht, in welchen Situationen. Letzte Sache, wie bereits angekündigt, ein Corpus-Tag. Gegner Level 100. Und da dürfte sich jetzt eigentlich so gut wie nichts mehr machen. Das Schild wird schnell weg sein, wenn unser Wächter irgendwann mal schießt. Gibt's doch gar nicht. Sieht so aus, als hätte unser Wächter hier irgendein paar Probleme mit der Zielfindung. Jetzt geht's. Ihr seht, Schild ist flott weg. Aber jetzt hier am Leben macht er langsam schlapp. Ich denke, wir würden ihn irgendwann mal tot bekommen, aber naja. Ich denke, wenn wir das auch noch ein bisschen unterstützen mit einer brauchbaren Waffe, ist das schon ganz cool, aber ja, ich würde einfach persönlich sagen, Level 100 ist die Grenze, wo es aufhört bei diesem Wächter. Es funktioniert noch, aber nicht mehr gut. Okay, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie die Sweeper einsetzbar ist und viel Spaß beim Ausprobieren.